Nuki hat gerade die Version 3 ihres Smart Locks angekündigt und ich werde es ausprobiert haben, wenn du dieses Video siehst. Aktuell, bevor beides passiert ist, habe ich hier die Premium-Variante des neuen Smart Locks auf dem Tisch, das Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Und den neuen Türsensor, das ist jetzt offenbar ein eigenes Produkt und nicht mehr einfach nur eine kleine Magnetwarze, deren Anwesenheit dem Nuki sagt, ob die Tür geöffnet ist oder nicht. Heute schauen wir uns das neue Nuki-Produktangebot an, testen das besagte Smart Lock und die neuen Funktionen und dann gebe ich eine Meinung zu den Neuerungen ab. Viel Spaß! Aber fürchte dich nicht, wenn du gerade ein Nuki 2 im Rahmen irgendeines Deals im Ausverkauf gekauft hast, würde ich mich nicht zu schlecht fühlen. Zumindest auf dem Papier hat sich gar nicht so viel geändert. Jedenfalls nicht vom Nuki 2 zum Nuki 3. Außer, dass die Preisempfehlung jetzt offenbar 50% günstiger ist. Für 150 Euro bekommst du das Smart Lock 3.0. Das neue Smart Lock 3.0 Pro kostet 249 Euro und der neue Türsensor 39. Damit ist das neue Nuki gleichzeitig günstiger und teurer als das alte. Das Pro hat das Powerpack eingebaut, das bisher ein Extra war, und hat WLAN direkt im Gerät, sodass es keine zusätzliche Bridge braucht. Du kannst aber auch das normale Dreier kaufen und es ohne Bridge benutzen, wenn du die nicht brauchst. Oder du kaufst sie dazu, wenn das bei dir funktechnisch irgendwie besser ist, als das eingebaut zu haben. Und du kannst auch das Powerpack weiterhin einzeln kaufen. Und wenn wir hier mal drauf gucken, hat sich äußerlich eigentlich gar nicht so viel geändert. So wenig, dass du das alte Powerpack auch mit dem neuen benutzen kannst. Außer einer Sache. Das Nuki ist jetzt standardmäßig weiß. Das gab es ja schon mal bei dem alten Zweier als limitierte Edition. Das 3.0 ist jetzt immer weiß. Außer du kaufst das Pro, dann kannst du dir die Farbe aussuchen. Also sofern es weiß oder schwarz sein soll. Um das nochmal klarzustellen, Nuki hat mir dieses Gerät vor dem Release zum Testen zur Verfügung gestellt. Es ist kein Geld geflossen. Nuki sieht das Video nicht, bevor ich es veröffentliche. Aber jetzt schauen wir erstmal rein, was uns erwartet. Also das hier ist wie gesagt das Nuki Smart Lock 3.0 Pro. Das ist wieder total sicher und hat eingebautes WLAN. Das funktioniert mit allen bekannten Assistenten und in jeder Menge Apps. Und hier steht nochmal drauf, was drin ist. Es ist ein klimaneutrales Produkt. Es ist einfach zu installieren, hat alle möglichen Vorzüge eines Smart Locks. So, wir haben hier ein Willkommen zu Hause Handbuch. Auch hier sieht es so aus, als hätte sich nicht viel geändert. Man kann es permanent an den Strom anschließen, aber dann hat man ja immer dieses Kabel da rumdengeln. Man soll dann nur aufpassen, dass die Tür das Kabel nicht rauszieht. Erspart einem das im Zweifel auf die harte Tour zu lernen. Und der HomeKit-Code, den ich jetzt hier nicht groß teile. Hier drin haben wir das neue Nuki Smart Lock 3.0. Das ist hier oben jetzt Edelstahl. Oder Metall zumindest. Aluminium. 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 Ich ziehe das Ding mal noch nicht, das machen wir nachher bei der Montage. Dann haben wir hier diese Werkzeugkiste. In dieser Werkzeugkiste ist ein Inbusschlüssel und ein USB-A auf USB-C-Kabel. In einer Länge, die auf jeden Fall nicht reicht, um das Powerpack in dem Gerät zu laden. Also damit komme ich nicht vom Fußboden zur Türklinke. Vielleicht in irgendeinem Hobbitloch oder so. Gut, und hier haben wir die Montageplatten. Die sind jetzt mittlerweile aus Kunststoff und nicht mehr aus Metall. Die sehen aber sonst so aus, als wären die absolut kompatibel. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich einfach das neue Nuki auf die alte Platte setzen. Aber die Frage ist ja tatsächlich, sollte ich nicht die Platte benutzen, die dabei ist? Weil theoretisch, also einer meiner Hauptkritikpunkte an dem Nuki ist ja im Vergleich zu anderen Smart Locks, dass es relativ laut ist. Und ich würde vermuten, dass eine Kunststoffmontageplatte zumindest minimal mehr Dämpfung bietet als eine Metallplatte, die dann die Vibration 1 zu 1 auf die Tür überträgt. Das können wir ja gleich auch mal vergleichen. Auf jeden Fall fühlt sich das hier ein bisschen wertiger an. Ich würde sagen, ich montiere das Teil mal an der Tür und dann sehen wir weiter. Halt! Halt, 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 wir haben den Türsensor vergessen. Der Türsensor, oh, sehr gut. Ich hatte schon ein bisschen Angst, weil der in dem schwarzen Karton kommt, dass der schwarz ist und damit ein bisschen viel Aufmerksamkeit erhascht. Aber tut er nicht. Es ist ein relativ normaler und relativ kompakter Türsensor. Allerdings wird die Größe ja bedeuten, dass der einen verrückten, also nicht nur, weil da Eve draufsteht. Ich glaube, das sind die gleichen Batterien wie im Eve Door and Window. Wenn man einen kompakten Türsensor haben will, muss man eben auch eine kompakte Batterie da reintun. Ich bin sehr gespannt auf den Kollegen. So, wenn du von einem früheren Nuki upgradest, ist die Montage tatsächlich albern einfach. Dann ziehst du einfach das alte Nuki von der Montageplatte ab, setzt das neue drauf und bist fast fertig.
Der alte Türsensor hat jetzt allerdings ausgedient. Statt einer kleinen Magnetwarze, die du schon ziemlich im Sichtbereich aufhängst, damit das Nuki an dem Magnetfeld sehen kann, ob die Tür offen oder geschlossen ist, klebst du den neuen Sensor, der jetzt aber ein extra Zubehör ist, oben an die Türkante. Weil die Lautstärke beim Nuki ja immer ein Kritikpunkt war, vergleichen wir jetzt erstmal das alte und das neue auf der bestehenden Metallplatte. Und jetzt schauen wir nochmal, ob die neue Kunststoffplatte zusätzliche Dämpfung oder Dämmung bringt. Dafür muss ich aber erstmal wieder die Platte abföhnen, weil ich ja bei unserem Türschloss immer zur Klebevariante greifen muss. Ich mag, dass das Föhnen meiner Haustür zu einem regelmäßigen Teil meines Arbeitslebens geworden ist. So, aber jetzt nochmal das Metall im Vergleich zum Plastik. Ja, ich kann sagen, dank der neuen Innereien des Nuki 3 klingt es im direkten Vergleich etwas angenehmer und weniger schrill als beim Vorgänger. Allerdings vor allem dann, wenn das Getriebe unter Last ist. Je leichter sich bei dir der Schlüssel dreht, desto weniger, würde ich sagen, hast du davon. Die Kunststoffplatte dagegen bringt bei mir keine merkliche Verbesserung. Zumindest bei unserer Schloss-Tür-Kombination. Es müht sich ungefähr genauso ab wie zuvor. Ich habe beim Kalibrieren die Räder mal ein bisschen festgehalten. Ich habe das Gefühl, wenn es so richtig angestrengt ist, dann ist es ein bisschen weniger kreischig bei dem neuen. Vielleicht geht unser Schloss dafür wieder zu leicht oder die Kunststofftür dämmt es. Also es kann schon sein, dass der Unterschied größer ist, wenn du so eine halbhohle Holzwohnungstür hast, die komplett mitvibriert. Aber vielleicht ist es auch einfach ein frisches Getriebe oder Einbildung. Und bevor wir jetzt konkret aufs Nuki 3 eingehen, möchte ich noch ein paar Dinge zum Leben mit Smart Lock sagen. Denn ich für meinen Teil finde es aus Komfortsicht eins der angenehmsten Updates aus Smart Home Sicht bei uns hier im Haus. Also ich würde weiterhin erstmal versuchen, die Heizung und vielleicht ein paar Steckdosen und Lampen abzugraden, um Energie und damit Geld zu sparen. Aber aus Komfortsicht ist es einfach fantastisch, dass die Tür aufgeht, wenn ich auf sie zugehe. Gerade nach dem Einkaufen oder mit einem Kind auf dem Arm. Und an dieser Front steht das Nuki 3 seinen Vorgängern, aber auch ehrlich gesagt anderen Smart Locks, die ich hier auf dem Kanal hatte, in nichts nach. Und entgegen der mehr oder weniger sorgevoll vorgetragenen Bedenken vieler Leute in den Kommentaren ist es aus Sicherheitsgründen kein Thema. Mein Versicherungsmensch hat mir gesagt, das ist kein Thema. Es ist einfach ein Gewinn fürs Leben. Die Tatsache, dass ich jetzt seit über 2 Jahren keinen Schlüsselbund mehr mit mir trage, hat sich durch das neue Auto nochmal verbessert, weil das beim Tesla quasi genauso funktioniert wie mit dem Nuki. Ich gehe darauf zu, steige ein und fahre los. Das Handy in der Hosentasche regelt das schon alles. Aber jetzt konkret zum Nuki Smart Lock 3.0 Pro in diesem Fall. Und ich muss sagen, ich habe ein paar gemischte Gefühle. Wie fangen wir da an? Ich würde sagen, mit dem Äußeren. Da sind wir auch am schnellsten durch. Also hier oben, das Ganze ist jetzt Metall, Aluminium und fühlt sich dadurch etwas besser an. Das könnte mir kaum egaler sein, denn ich habe kein Smart Lock, um es mit der Hand zu bedienen, wie so ein Neandertaler. Also kommt das vielleicht 2-mal im Jahr vor, dass ich da anfasse und direkt hier dran schließe. Und ähnliches gilt für den etwas angenehmeren. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wobei ich stehe geblieben. Achso, ja, die Taste hier vorne. Ich drücke. Ja, der Druckpunkt ist besser. Aber auch das ist jetzt nichts Lebensveränderndes. Was mir wichtiger gewesen wäre, wäre ein aktualisiertes Design im Zusammenspiel mit dem Powerpack, also dem Akkuset. Das wertet die Optik insgesamt schon ab, dass da unten dieses knubbelige Ding mit den USB-C-Ports raushängt. Und beim Vorgänger konnte ich das noch verstehen, weil das Akkupack eben nachträglich erschienen ist. Mit einem Update jetzt dürfte man das Ganze aber gerne glatt ziehen. Ansonsten ist schön, dass es beim Pro jetzt zumindest die Farbauswahl gibt und es erstmals die Bridge und den Opener auch in weiß gibt. Ganz gut gefällt mir auf den Bildern das weiße Gehäuse des Nicht-Pro. Bei der Mechanik kann ich auf jeden Fall eine Verbesserung attestieren, aber das ist jetzt kein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, es ist leiser und es klingt besser, aber ich würde vermuten, dass das ohne den Videobeweis hier im Haus niemandem aufgefallen wäre. Was du aber merken wirst, ist der neue Türsensor. Der war offenbar nötig, weil der Magnet vorher nicht zuverlässig funktioniert hat. Das kann ich auch aus meiner Praxis teilweise bestätigen. Und in der Testphase hatte ich allerdings auch mit dem neuen ein paar Hakeleien, aber das war alles mit Vorab-Firmware und seit dem letzten Firmware-Update
scheint es sehr zuverlässig zu funktionieren. Wie gut das dann im Dauereinsatz wirklich ist, muss die Zukunft zeigen. Allerdings bringt der neue Sensor natürlich auch eine zusätzliche Wartung mit sich. Du musst dort die Batterie wechseln. Und wenn der Eve Door and Window, der die gleiche Batterie benutzt und grundsätzlich auch ein Türsensor ist, irgendein Indiz ist, dann wird der Batteriewechsel alle paar Jahre fällig werden. Wobei wir unsere Haustür häufiger öffnen und schließen als ein einzelnes Fenster. Allerdings ist der neue Sensor ja jetzt ein kostenpflichtiges Zubehör, das dich also nochmal 40 Euro zusätzlich kostet. Für Bestandskunden soll es dann im Frühjahr ein Update-Programm geben, wo du den Sensor kostenlos bekommst, wenn du von einem Nuki der ersten oder zweiten Generation auf eins der dritten Generation upgradest. Der Sensor ist aber auch nicht unbedingt notwendig. Du verlierst ein paar Automatiken, zum Beispiel, dass automatisch abgeschlossen wird, wenn du die Tür schließt. Das geht natürlich nicht, wenn das Nuki nicht weiß, dass die Tür geschlossen ist. Und du kannst aus der Ferne und im Protokoll nicht sehen, wann die Tür offen oder geschlossen war. Was zu einer kürzeren Akkulaufzeit beim Pro führen dürfte, ist das eingebaute Wi-Fi-Modul. Das ermöglicht sicherlich den Einsatz da, wo bisher keine Steckdose in Bluetooth-Reichweite war, um die Bridge zu benutzen, wenn du da irgendwie Gartenhaus oder Kellertür oder es an irgendeiner Lagerhalle einsetzen willst. Aber für meinen Anwendungsfall an der Haustür sehe ich zumindest in unserem bescheidenen Anwesen darin keinen großen Fortschritt. Wenn du schon eine Bridge hast oder dir eine dazu kaufst, dann kannst du offenbar aufgrund der neuen Optimierung von einer etwas längeren Akkulaufzeit profitieren. Ist dann allerdings auch ein teurerer Spaß. Das Nuki Smart Lock 3.0 ist Modellpflege und ein bisschen andere Aufstellung des Produktangebots. Der Einstieg ist jetzt günstiger und trotzdem bekommst du einen Smart Lock mit den wichtigsten Komfortfunktionen inklusive HomeKit. Wenn du auch Alexa oder Google Assistant nutzen möchtest, dann brauchst du für die kleine Variante entweder zusätzlich die Bridge, genau wie für den Fernzugriff, oder die Pro-Variante. Aber um zu sehen, wovon ich spreche, wenn ich von dem großen Komfortgewinn im Alltag rede, dann reicht die kleine Variante aus. Wenn du allerdings mehr ausgibst, ist der Vergleich etwas komplizierter. Wenn du mit dem eingebauten Wi-Fi-Modul lebst, wird es ebenfalls günstiger, wobei dir dann der Türsensor im Vergleich zu vorher fehlt. Der ist dafür potenziell zuverlässiger, braucht aber Batteriewechsel. Beim Großen eine Bridge dazu zu kaufen, ist ja ein bisschen Verschwendung, weil du das interne Modul nicht nutzt. Wenn du aber das günstige Nuki nimmst und dann eine Bridge dazu kaufst, dann bezahlst du das gleiche wie beim Großen, bekommst aber den Akkupack nicht. Es ist alles nicht so einfach. Es bleibt ein bisschen Schrödingers Preisgestaltung. Ein Nuki zu haben wird gleichzeitig günstiger, wenn du mit einem der beiden Pakete leben kannst, oder teurer, wenn du einen Türsensor willst. Außer du hast schon einen Nuki. Dann kannst du nächstes Jahr upgraden und den kostenlos dazu bekommen. Allerdings ist es aus meinen Augen wirklich Modellpflege und als Besitzer des Vorgängers würde ich mir sehr genau überlegen, ob sich das Update lohnt. Alle, die jetzt einsteigen, bekommen weiterhin ein sehr gutes, zuverlässiges Smart Lock, mit dessen Vorgänger wir hier seit 2,5 Jahren sehr zufrieden leben. Und zwar auch das, das nach meiner bisherigen Erfahrung benutzungstechnisch und datenschutztechnisch am angenehmsten ist, weil nicht jeder Gast einen Account anlegen muss und sie selber sehr großen Wert auf Datensparsamkeit und Sicherheit legen. Das Nuki dürfte auch für die größte Auswahl an Haus- und Wohnungstüren aus einer Auswahl vergleichbarer Produkte in Frage kommen, weil es mit dem Nuki Opener eben auch eine Antwort auf die Frage von Etagen-, Wohnungstürbesitzern hat. Ja, ich hätte mir einen etwas größeren Schritt gewünscht. In meinen Augen ist das eher ein Nuki 2.5. Aber so ist das mit Wünschen. Sie zerschellen regelmäßig an der Realität. Was hältst du vom neuen Nuki? Wirst du zugreifen, upgraden oder hast du noch Fragen? Dann lass es mich gern unten in den Kommentaren wissen. Wenn es dir gefallen hat, kannst du hier den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns in Kürze zu einem neuen Video zu Technik für zu Hause wieder. Bis es soweit ist, kannst du hier weiterschauen. Oder hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.